So, wir haben Flö im Van und ich habe darauf überhaupt gar keinen Bock. Ich sag's euch, Leute, so wie es ist, aber ist halt so. Also, wir glauben, wir haben Flö im Van. Wir wissen es hundertprozentig nicht, aber alles deutet darauf hin. Und eigentlich wollten wir einen schönen Transit machen von Kreta über Athen und über ja, die Route, die ich euch im letzten Video genannt habe, bis nach Deutschland. 2600 Kilometer liegen vor uns. Und wir haben alles fertig gehabt. Wir waren einkaufen, Wasser war aufgefüllt, alles war sauber im Van, damit wir uns einfach aufs Fahren konzentrieren können. Und jetzt haben wir so eine große Scheiße hier am Laufen. Also richtig kacke, aber so ist das halt auch. Ich habe ein paar Flohbisse und Melli nicht. Ich schätze mal, wir haben sie uns auf der Fähre geholt oder Nusa hat sie sich irgendwo beim Spielen mit anderen Hunden geholt oder es ist halt einfach irgendwo auf mich drauf gehopst. Jetzt sind wir hier in Bulgarien, in Sofia und haben hier einen Campingplatz gefunden, bei dem man waschen kann und sich auch duschen kann, weil ich muss mich auch duschen und wir haben keine heiße Dusche. Aber erstmal geht es hier nach Sofia in so einen Hundeladen, weil wir für Nusa natürlich auch einen Spot-on holen müssen, damit wir alles tun, um flohfrei zu bleiben. Und es gibt noch ein paar weitere Tipps, die verrät Melli euch dann gleich. Das hat uns noch gefehlt, sag ich dir. Zurück, ich hab noch nicht gesagt, dass du raus darfst, rein. Ja, diese riesengroßen Plätze, die gibt es auch ganz häufig in so sowjetgeprägten Republiken. Ich kenne das ja noch von früher, ich bin ja in Polen geboren. Manche wissen das vielleicht nicht, deswegen darf ich das sagen. Hier merkt man den Sowjet-Stil halt einfach noch. Es ist aber auch ganz klar und ist auch gar nicht wertend gemeint. Wer sich ein bisschen mit der bulgarischen Geschichte befasst hat, der weiß, dass hier in Bulgarien bis nach dem Zweiten Weltkrieg noch gar nicht so eine Gesellschaft vorhanden war, wie sie damals in Deutschland vielleicht schon vorhanden war. Also war sehr kleinbäuerlich und deswegen muss hier halt alles erstmal aufgebaut werden. Ist auf jeden Fall sehr spannend, das zu sehen und ist irgendwie auch schön. Ist halt anders wie jetzt Kreta und Griechenland. Ist anders schön, aber sehr interessant. Guck mal, das Coca-Cola-Haus. Ja, ne? Guck mal hier, Coca-Cola, McDonald's und KFC. Ja, Geld wechseln hier. Wir haben ja keinen Euro hier in Bulgarien, auch wenn sie zur EU gehören. Und sie sind auch nicht im Schengen-Raum. Das heißt, es gab auch Grenzkontrollen. Zumindest wurde der Pass kontrolliert. Ja. Aber wir sind ja auf Flo-Beseitigungsmission. Und wir brauchen ein bisschen Geld, weil den Parkplatz können wir nur mit Lev bezahlen. 1,50 Euro ist ein Lev. Und ja, nachher sind wir noch auf dem Campingplatz und da müssen wir bestimmt auch ein bisschen bezahlen. Und hoffen wir, dass wir das wieder loskriegen. Hallo. Ich habe jetzt so einen Spot-on geholt. Wir haben ja schon oft mal so mit natürlichen Sachen probiert, aber es hat nicht immer so gut funktioniert. Ich bin eigentlich auch nicht immer so für diese Chemie-Sachen, aber pass auf, da ist so ein Balken hinter dir, nicht, dass du dagegen läufst. Das wäre genau eine blöde Höhe gewesen. Und ja, aber sicher ist sicher, wir müssen uns jetzt erstmal befreien und dann geht manchmal nichts außer Chemie. Korrekt, weil wir haben ja natürliche Mittel und die haben mir jetzt nicht geholfen, deswegen haben wir Flöhe. Tja, oder ich habe Flöhe, besser gesagt. Ja, keine Ahnung, sie hat ja auch dieses Halsband gehabt. Aber gut, was man da so von hält, weiß ich auch nicht. Halt sehr starke Flöhe gewesen. Und yeah. Aber vielleicht war es ja gar nicht Nusa, ne? Vielleicht warst du es. Auf der Fähre, weil du auf dem Boden lagst, hast du dir so einen Floh eingefangen. Ja. Brauchen wir den Nusa nicht Schuld geben hier immer noch. Ja, so ist es halt. Also 160 Euro gespart für die Fähre, dafür vielleicht irgendwo einen Floh eingefangen. Wir wissen es nicht genau, woher er kommt, habe ich ja schon erwähnt. Aber ihr wisst, was als nächstes kommt, und zwar ein Specialty Coffee. Denn auch hier insofern gibt es einige und wir haben direkt hier um die Ecke einen gefunden. Und jetzt gönnen wir uns erstmal einen Kaffee. Ja. Ein kleines Frühstück hier, Bruder. Also ein kleines Frühstück. Okay, andere Richtung, Fräulein, andere Richtung. Oh, schön. Hi. Ja.
Das war ein so schönes Kaffee. Ich bin richtig begeistert und glücklich gerade. Oder? Ja, jetzt auch geschmeckt, richtig, ne? Schön. Also das Kaffee ist toll und es ist irgendwie auch hier richtig schön. Wir haben jetzt zwar nicht so viel gesehen, wir müssen jetzt leider ein bisschen weiter, aber es hat so viel... Ah, weg, Nusa, das ist scheiße. Ja, wir wollten heute Morgen eigentlich um 8 Uhr losfahren. Jetzt haben wir schon 11:30 und wir sind immer noch nicht losgefahren. Müssen jetzt noch Wäsche waschen, duschen. Also mal schauen, wie weit wir es heute noch schaffen. Aber dieses Kaffee, Better Specialty Coffee, gerne abspeichern, wenn ihr in Sofia seid, unbedingt herkommen. Ja, wir hätten uns Sofia gerne noch ein bisschen länger angeschaut, aber wir sind ja auf einer Mission, nämlich Flöhe loswerden und Transit. Wobei wir auch gerade schon eine Nachricht bei Instagram bekommen haben, vielleicht ist es ja doch kein Flohbiss, sondern diese Pinienprozessionsspinne. Könnte es auch sein. Ich habe gesehen, dass die ganzen Pinien voll mit diesen Nestern sind, aber ich glaube, es ist noch zu früh, dass sie schlüpfen. Ja, aber vielleicht sind schon so ein paar Härchen rumgeflogen, ne? Es ist relativ warm, muss man auch sagen, 17 Grad im Februar. Also eigentlich sind es hier, um diese Jahreszahl habe ich gelesen, 11 Grad kälter. Ja, der Klimawandel, würde ich sagen, ne? Ja, oder einfach ein guter Februar. Man weiß es nicht, man wird es sehen. So, jetzt sind wir am Auto und jetzt geht's zu diesem Campingplatz, wo wir Wäsche waschen und uns duschen können. Ja, so sieht's aus, hier kann man stehen. So, mal gucken, wo wir das hier fit machen können. Bleibst du am Auto? Ja, mega. Die sind hier voll freundlich. Alle sprechen Englisch. Cool. Wir dürfen hier duschen und Wäsche waschen, Trockner benutzen, müssen uns auch nicht beeilen, müssen 10 Euro bezahlen, dürfen das auch in bulgarischem Geld bezahlen, also cool. 20 Leva. Und die sind offizieller Vertriebspartner von Victron Energy, also falls ihr sowas sucht in Sofia, dann kommt gerne hierher. Die helfen auch bei der Installation oder wenn irgendwann mal unterwegs etwas kaputt ist, helfen die auch, das wieder in Ordnung zu setzen. Sprechen alle drei perfektes Englisch. Also wegen unserer Scheibe mal fragen, ob die uns da was draufkleben? Wir haben 2 Steinschläge nämlich. Auch noch. Ich sag's euch, zum Schluss kommt alles zusammen. Aber jetzt wollen wir uns erstmal um uns kümmern und nicht um die Steinschläge. Genau, aber ihr wisst Bescheid. Ist auf jeden Fall... Ein Stopp ist jetzt halt nicht idyllisch hier, weil wir stehen hier inmitten von 2 Campern, aber es ist völlig okay und wir fühlen uns hier ganz sicher, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, für alle, die das jetzt nicht sehen wollen, aber ich meine, ihr habt ja das Video angeklickt, weil ihr sehen wollt, wie sehen die Flohbisse aus und wie geht es uns damit. Ihr könnt jetzt mal 10 Sekunden oder 20 Sekunden nach vorne spulen und Melly zeigt euch jetzt mal meine 2-3 Stiche, die ich da habe. Und hier sind auch so 2 Stiche, die sind richtig dick auch, wie so richtig verkapselt. Ah, hier unterm Arm ist noch einer. Aber von mir der Tipp erstmal, alles ausziehen, alles waschen. Ihr könnt euch ja über Flohbisse und sowas informieren nochmal. Flöhe stechen wohl irgendwie nur einmal am Tag zu. Und das hat bei mir auch gepasst. Deswegen haben wir die letzten 2 Tage auch immer gedacht, oh, wir haben ihn losgekriegt, weil ich habe mich mit Kokosöl und all diesem Zeug eingeschmiert, damit das Vieh stirbt. Aber es ist nicht weggegangen. Und deswegen müssen wir heute halt alles waschen nochmal. Uns vor allen Dingen auch heiß abduschen. Und mich juckt schon überall. Ja, euch wahrscheinlich auch vom Fernseher. Hier, Waschmaschine. Das ist der Trockner. Das ist eine Waschmaschine. Das ist eine Waschmaschine. Es gibt nur eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine, ein Trockner, Badezimmer und die Duschen. Ja, wir brauchen bestimmt... Nicht eine Waschmaschine. Ich glaube, wir brauchen 3. Ja, egal. Wir haben eh noch genug Leber. Also, wir haben nach Self-Wash-Songs gesucht, aber es gibt nichts, also nur zum Abgeben. Und das wollten wir schon jetzt ganz gerne selber machen und deswegen haben wir diesen Campingplatz hier gefunden. Aber eine Waschmaschine dauert 1,5 Stunden. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, 3 Waschmaschinen. Das wird spät heute, aber was soll man machen? Manchmal kommt es anders als geplant, ne? Im Leben. Für irgendwas wird es gut sein, sagen wir immer. Dafür, dass wir dann flohfrei sind. Dafür auf jeden Fall. Wenn es ein Floh war. Vielleicht kann ich mal was zum Frühstück vorbereiten. Yes. Okay, also. Mach dir nochmal hier so eine Spülung, ja? Mit Essig. Auf meinen Kopf. Ja, du machst einfach so
hier warmes Wasser rein und dann machst du einfach so einen Spritzer, also schon, machst so viel Essig und alles andere Wasser. Okay. 10 Essig, alles Wasser, und dann kippst du es über dich rüber und dann ganz zum Schluss und ein lauwarmes Wasser und dann lässt es drin, nicht ausspülen. Okay. Okay. Wie kalt? War die Dusche kalt oder was? Nein, aber jetzt ist mir kalt. Na dann rein mit dir. So, noch ein bisschen Eau de Parfum. Mag der Flo bestimmt auch nicht. Und dann bin ich ab jetzt flohfrei, sage ich euch. Oder halt parasitenfrei, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es jetzt Frühstück, weil das ist heute komplett zu kurz gekommen. Wir haben jetzt 13.30 Uhr und der Magen ist leer. Dafür ist die Waschmaschine voll. Nusa, magst du Honig? Ja. Oh nein, das ist ein Pulli. Oh. Alles Folge. Das schlägt die Nusa doch gleich auf. Guck mal hier, Honig. Jetzt wird gegessen. Mmh, lecko schmackofatz. Mmh, du kleine Kokosnuss. Ja, Nusa haben wir jetzt auch gerade noch schön eingerieben mit Kokosnussöl. Und was ist der Plan hier für den Van? Wie geht's denn hier weiter? Ich sprühe gleich mein selbstgemachtes ätherisches Ölspray. Überall. Da haben wir nichts Chemisches gefunden, ne? Da hatten wir mal in Portugal so ein Ding, das hast du hier reingesprüht, 2 Stunden einwirken lassen. Ja, aber da waren wir schon ziemlich sicher, dass es so Milben waren, weil das waren so ganz viele Stiche nebeneinander und ich hatte auch welche, aber jetzt habe ich ja keine und du hast welche und deswegen sind wir auch gar nicht so sicher, ob das auch wirklich alles, ob das wirklich ein Flohbiss ist oder ob das diese Prozessionsspinner sind. Wir blenden hier mal 2 Fotos ein. Flohbisse und Prozessionsspinnerreaktionen. Die sehen halt sehr ähnlich aus und wie gesagt, ich habe nichts. Also könnte es die Prozessionsspinnerei genau, sein? Genau, und deswegen, jetzt habe ich mal sowas selbst. Irgendwas mit ätherischen Ölen, Zitrone und Rosmarin und so. Das mögen die ja auch nicht, wenn es Flöhe sind. Und das werde ich jetzt alles hier überall in die Ritzen sprühen. Und die Oberflächen reinigen und dann gehen wir jetzt mal schön mit Nusa in den nächstgelegenen Park zum Spazieren. Genau. So, Melli sprüht jetzt alles ein, saugt alles und ich gehe jetzt mal nach vorne und dann werden wir auch bezahlen, weil wir brauchen auf jeden Fall ja, wahrscheinlich den ganzen Tag hier, bis die Wäsche gewaschen ist. Aber egal, so ist das halt manchmal. Hey, ja. Wir haben jetzt für 3 Waschmaschinen, 3 Trockner, 2 Duschen, Wasser auffüllen und die Übernachtung quasi 30 Euro bezahlt. Der Film mit Leonardo DiCaprio. So sieht es nämlich hier aus. Shutter Island. Shutter Island. Oh. Sieht aus wie Shutter Island. Krass, da hast du recht. Aber heute ist es ein Museum. Ja, was es damals war, weiß ich gar nicht. Wo war die Psychiatrie ungefähr in dem Film ausgebildet? Mal vor die Butte. Irgendwie erinnert mich das gerade dran. So, da vorne liegt er begraben. Der Zar. Boris III., der letzte Zar, glaube ich, war das von Bulgarien. Wie war das jetzt nochmal? Der Zar Boris III. Was hat er gemacht? Ja, der hat halt die Geschicke Bulgariens gelenkt, zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Aber das hier ist sein zweites Grab. Ich habe nämlich gelesen, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, dass sein erstes Grab weggesprengt worden ist und seitdem sein Leichnam fehlt. Also hier ist er nicht wirklich begraben, sondern ist nur als Erinnerung an ihn. Also für viele Bulgaren ist das hier ein geschichtsträchtiger Ort. Für uns vor allen Dingen jetzt ein Ort der Ruhe, weil es ja sehr hektisch da draußen zugeht, teilweise eine 6-spurige Straße direkt vom Park ist. Ha. Na, ist alles trocken jetzt? Ja, jetzt ist alles trocken. Wir haben schon gleich 11 Uhr. Wir haben um 1 angefangen. Ja, hat heute lange gedauert, ne? Jetzt können wir endlich schlafen gehen.
Jo, guten Morgen. Es kamen keine neuen Stiche hinzu. Also geht's weiter. Wir wollten eigentlich pro Tag 300 Kilometer machen. Das heißt, heute Abend müssen wir bei 1500 Kilometer stehen. Aktuell stehen wir bei 750. Das sind also 750 Kilometer im Defizit. Mal gucken, ob wir 750 Kilometer heute schaffen. Wir wollen es heute auf jeden Fall bis nach Rumänien schaffen. Das sind aber schon mal 4 Stunden, weil es hier keine Autobahn gibt, sondern nur so Schnellstraßen, Landstraßen und so ähnliches. Also bin ich mal gespannt, wie wir vorankommen. Aber es ist noch sehr früh, sehr kalt. Und deswegen schmeißen wir jetzt gleich mal den Motor an und machen uns auf den Weg. Es ist richtig kalt. So, kurze Mittagspause und dann geht's gleich weiter. So, es geht weiter. Wir haben noch 100 Kilometer bis an die Grenze nach Rumänien. Und ich muss sagen, hier sind teilweise die Straßen, ja, teilweise gibt es Autobahnen und teilweise nicht. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass ihr euch eine Vignette holt, und zwar, wenn ihr nach Bulgarien reinfahrt, irgendwo an der Tankstelle anhalten, da gibt es so Automaten, da kann man auch Deutsch einstellen als Sprache, und dann holt ihr euch da auf jeden Fall eine Vignette. Wir haben das nicht gemacht, ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, wo kann man hier Vignette kaufen, dann habe ich das gelesen online, dann habe ich gedacht, oh ja, wir haben jetzt eh keine Autobahn mehr, aber wir wurden fotografiert am 26. Vor 2 Tagen und mussten jetzt Strafe bezahlen. Pro Tag ohne Maut waren 18 Euro. Und dabei kostet die Wochenvignette gerade mal 7 Euro. Ja, lassen wir es mal so stehen. In Rumänien machen wir den Fehler nicht. Da fahren wir gleich in die erstbeste Tankstelle raus und holen uns da auch eine Vignette. Die kosten da auch, ich glaube, für die Woche auch gar nicht so viel. Auch sowas wie 7 Euro oder so. Aber das sehen wir dann gleich. Jetzt geht es erstmal weiter. Ja, hier haben wir Pause gemacht. Ist ganz okay hier. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir was Schönes gefunden haben. Aber das war jetzt in Ordnung. Hier mal halt zu machen. Ja, und ihr zwei macht es euch schön gemütlich, gell? Ja. Wir quatschen die ganze Zeit, hören Musik und tauschen Ideen aus. Was wir denn als nächstes machen, wenn wir in Deutschland sind? Sind wir schon, richten so unsere Wohnung schon mal gedanklich ein, ne? Ja, gleich sind wir an der Grenze, sind gerade an der Donau angekommen, an dem Grenzfluss zwischen Rumänien und Bulgarien. Jetzt haben wir nicht mehr viele Kilometer. Wir haben jetzt hier zum Schluss haben wir echt noch richtig verlassene Dörfer gesehen, wo wir gar nicht mehr wissen, ob in den Häusern teilweise noch Leute leben. Und ich habe gelesen, dass Bulgarien so einen krassen Bevölkerungsschwund hat. Also die verlieren jedes Jahr durch Auswanderung und durch halt eine überalterte Bevölkerung voll viele Leute. Und das hat man an den Dörfern gesehen. War schon krass, wie so eine Zeitreise eigentlich. Ja, aber ansonsten sind wir noch fit und gleich in Rumänien. Bin mal gespannt, wie die Grenze da ist und wie es dann drüben ausschaut. Boah, was für ein Stau hier an der Grenze. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass alle Länder, die zur EU gehören, halt auch im Schengen-Raum automatisch sind, aber Bulgarien und Rumänien eben nicht. Und jetzt sind wir hier schon bestimmt 15 Kilometer an diesen LKWs entlang gefahren und wir stehen jetzt auch schon gut eine halbe Stunde hier und es tut sich nicht so viel. Ja, was sollen wir machen? Wird auf jeden Fall noch eine lange Fahrt heute, weil wir haben erst ca. 52 Kilometer gemacht und sind jetzt schon gute 6 Stunden unterwegs. 300 Kilometer, sehe ich. Und ja, vorne ist Melli spazieren mit Nusa. Die gehen da jetzt ein bisschen laufen, da vorne ist die Grenze. Ich habe nur, boah, die armen LKW-Fahrer, also die sitzen ja dann, klar, gemütlich drinne, aber müssen dann halt auch immer wieder warten. Und halt auch das ganze Benzin, was währenddessen an ist, ne? Das ist auch schon echt heftig, weil die stehen ja teilweise, ich habe gelesen, bis zu 2 Tagen kann das dauern, bis die hier über die Grenze kommen. Krasser Shit. Naja, will euch hier nicht weiter langweilen.
Wir sind hier hoffentlich gleich dran und dann geht's in ein neues Land. Wir sind jetzt hier auf dem Lidl-Parkplatz, aber nicht zum Einkaufen, obwohl der noch aufhörte. Es war 9:45 Uhr. Ja, Nussilein. Aber wir sind so doof, ne? Wir haben nach all den Jahren immer noch Angst, irgendwo in der Natur im Dunkeln anzukommen. Wenn wir die Plätze nicht kennen, steuern wir diese ungern im Dunkeln an. Und das ist ein Lidl auf unserem Weg. Also wir mussten gar nicht so einen Umweg fahren. Und der ist beleuchtet, der ist gerade und er ist nicht vermüllt und bewacht. So. Und dann haben wir uns halt entschieden, uns halt hier hinzustellen. Wir kleinen Schisser. Und morgen geht's weiter in diese eine Stadt. Und wo wir da sind, oder welche Stadt das ist, die wir morgen uns anschauen wollen, bevor wir dann Rumänien auch wieder verlassen, das seht ihr morgen. In aller Frische. Macht's gut. Ciao. Ah, moin moin. Aus Timișoara. Und zwar wird das auch Klein Wien genannt. Wir sind hier in der Nähe der Stadt und stehen auch ziemlich zentrumsnah. 1 Euro etwas mehr pro Stunde zahlen wir hier und wir sind ja immer noch im Transit. Deswegen gibt es das hier Ganze im Schnelldurchlauf und ich bin gespannt, was die Stadt so zu bieten hat. Ein schönes Gemälde da vorne ist auf jeden Fall schon mal zu sehen. Nusa, du kriegst nichts. Sie denkt. Ich bin erwartet, ich krieg was ab. Hi. Ja. One corn cu ciocolata. Yes. And one milk with walnuts. How you say thank you? Mulțumesc. Mulțu? Mulțumesc. 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 Cool. Eine kleine süße Tasche mit Schokolade und eine mit einer Walnussfüllung. Kleine Stärkung frühmorgens. Mulțumesc. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Wow, das war cool. Was sagst du? Ja, richtig tolles Café, war sehr cool. Ich habe mein Handy eingepackt. Ja. Alles dabei? Alles dabei. Sind wir gestärkt? Sehr schön. Wir sind sehr gestärkt mit lecker Kaffee und sehr gutes Croissant mit Pistaziencreme. Das war der Hammer. Mhm. Jetzt gucken wir hier nochmal eine kleine Runde und dann geht's weiter, würde ich sagen. Die Stadt hier war übrigens Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2023. Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also wir sind richtig happy, dass wir, obwohl wir im Transit sind, uns ja, die Entdeckerlust nicht nehmen lassen und hier einen Stopp eingelegt haben. Ja, richtig cool. Wenigstens einen Mini-Eindruck auch von diesen Ländern zu haben und nicht nur auf der Durchreise halt nur die Randorte an der Autobahn sehen.
Ja, auf jeden Fall lohnt sich das auf jeden Fall, mal hier vorbeizukommen und sich das mal anzuschauen. Ja, und falls ihr das nicht könnt, aus irgendwelchen Gründen, dann lest euch auf jeden Fall die Geschichte zu der Stadt durch, die Geschichte Rumäniens auf Wikipedia oder wo auch immer, ist mega interessant. Bis gestern um 12 Uhr bin ich noch versackt und hab noch gelesen, also mega krass, mega faszinierend. Wir laufen zurück zum Auto, vorher holen wir uns aber noch Sauerteigbrot und Melli springt kurz in einen ganz besonderen Laden, den wir nämlich die letzten 6 Monate gar nicht hatten und sehr vermissen, vor allem Frauen auf Reisen vermissen diesen Laden, und zwar DM. Unsere Anfangsbuchstaben. David und Melinda. Uns gehört dieser Laden, ihr wisst Bescheid. Viel Spaß an eurem Tag, schaltet nächste Woche wieder ein, da sind wir nämlich in Budapest. Bis dann, macht's gut, tschüss.